Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal von Plagos, hier wieder mit Micha, eurem Lehrer vom Berufskolleg. Und heute mit dem Berufsfeld des Kaufmanns bzw. der Kauffrau für großen Außenhandel. Und für alle, die jetzt hier sind, um lediglich für einen Einstellungstest üben zu möchten, ihr könnt das gerne tun. Klickt auf den Link in der Beschreibung, ihr kommt hier auf die Seite von Plagos, schaut euch da um, da gibt es hier jede Menge Einstellungstests. Und für den Rest bleibt einfach dran, wir schauen uns jetzt erstmal an, was macht so ein Kaufmann oder eine Kauffrau für großen Außenhandel. Und ja, wie sieht so überhaupt die Ausbildung und der Einstellungstest aus? Ja, also zu den Tätigkeiten für einen Kaufmann bzw. für eine Kauffrau im Bereich Groß- und Außenhandel gehören zum einen das Beschaffen und der Verkauf von Waren in großen Mengen. Der Kundenkontakt spielt hierbei auch eine alltägliche Rolle. Man hat Kontakt mit Herstellern, mit Lieferanten. Man bietet fachspezifische Beratungen an. Auch im Ausland finden diese statt. Finanz- und Betriebsbuchhaltung gehören ebenfalls zum Berufsalltag. Auch das Personalwesen gehört dazu. Hier wird man beispielsweise bei Personalfragen oder Gehaltsfragen mit eingebunden. Ja, und für alle, die jetzt wissen wollen, wie werde ich das überhaupt, was muss ich da überhaupt mitbringen, können wir uns zum einen mal aufschreiben, dass es empfohlen ist, einen Realschulabschluss mitzubringen. Ja, wenn wir uns jetzt mal die Tätigkeiten anschauen, da haben wir viel mit Leuten, also mit Kunden zu tun, müssen uns also ständig artikulieren, müssen E-Mails wahrscheinlich verfassen. Also da sollten wir natürlich dann in Deutsch, in Wort und Schrift gut sein. Auch haben wir mitbekommen, dass das oftmals im Ausland stattfindet. Demnach sollten wir auch Englisch können. Ja. Und alles rund ums Gehalt, um Gehaltabrechnungen oder Kalkulation muss man natürlich auch Mathe beherrschen. Also die Grundfächer, die man in der Schule hat, sollte man beherrschen, um dann natürlich auch später im Einstellungstest, auf den wir jetzt eingehen, durchzukommen. Und da schauen wir uns doch mal an, was kann man sich denn so vorstellen, was da überhaupt so drankommt. Zum einen natürlich das Allgemeinwissen wird abgefragt, natürlich Mathe wie zum Beispiel Prozent- oder Kettenrechnungen darf man erwarten. Sollte man leicht lösen können. Textaufgaben, also Verständnisaufgaben, sollte man auch keine Probleme mit haben. Das logische Denken kommt auch dazu. Da haben wir beispielsweise Zahlenreihen, werden hier abgefragt. Wir haben Sprachverständnis natürlich in Deutsch und in Englisch hier. Kann das natürlich auch sein, dass wir Rechtschreibung überprüfen müssen, dass wir uns Sätze übersetzen müssen von Deutsch ins Englische oder vom Englischen ins Deutsche. Also ist beides natürlich möglich. Lückentexte sind hier auch sehr wahrscheinlich. Dann haben wir auf jeden Fall noch Konzentrationsübungen. Hier haben wir beispielsweise eine Liste mit Lieferanten, mit Bestellmengen, mit verschiedenen Artikeln, die man sich angucken kann. Man hat eine gewisse Zeit, um diese Liste sich einzuprägen. Und nach dieser Zeit wird einem die Liste weggenommen. Und dann werden Fragen bezüglich dieser Liste gestellt. Also beispielsweise wird gefragt, welcher Lieferant hat den und den Artikel oder welche Bestellmenge hat dieser Artikel. Da muss man die Sachen, die auf der Liste standen, sich natürlich wieder in Erinnerung rufen und natürlich dann die richtige Antwort geben. Ja, ich habe euch dann mal eine Aufgabe mitgebracht zur Zahlenreihe. Sowas kann man dann erwarten, dass da viele Zahlenreihen stehen. Da muss man natürlich schnell vorgehen und dann schaut man sich so die Zahlen an und muss dann so eine gewisse Logik da erkennen, wie gehe ich jetzt davor. Aber bei dieser Zahlenreihe wäre es so, wir haben hier die 5, minus 2 sind es 3, mal 3 sind 9, minus 2 sind 7, mal 3 sind 21, minus 2 sind 19 und folglich, wir haben die ganze Zeit minus 2 mal 3 gerechnet, muss jetzt mal 3 genommen werden und 19 mal 3 sind wir bei 57. Ja. Wer jetzt so schnell nicht auf die richtige Lösung kam oder jetzt noch weiter üben möchte, könnt das gerne tun, klickt auf den Link in der Beschreibung, ihr kommt hier auf die Seite von Plagos, schaut euch da um, da gibt es jede Menge Einstellungstests, auch bezüglich des Kaufmanns und der Kauffrau für großen Außenhandel. Tut euch selbst den Gefallen und übt fleißig, verschafft euch den Vorteil gegenüber den anderen Mitbewerbern, damit ihr auch, wenn ihr dann im Einstellungstest seid, ein besonders gutes Ergebnis erzielt. Schauen wir uns jetzt mal die Ausbildung an. Was erwartet uns da? Die Ausbildungsdauer beträgt ca. 3 Jahre.
Die Vergütung ist natürlich unterschiedlich. Hier haben wir im Durchschnitt im ersten Ausbildungsjahr so ungefähr 795 Euro brutto. Und im dritten Ausbildungsjahr kommen wir auf 915 Euro brutto. Wie immer sind das hier Durchschnittswerte, aber je nachdem in welchem Bundesland oder bei welchem Arbeitgeber ihr arbeitet, kann das natürlich variieren. Da könnt ihr dann eventuell mehr oder aber auch weniger verdienen. Was in jedem Fall gleich bleibt, sind die Ausbildungsinhalte und das ist sehr weit gefasst. Hier haben wir Sachen wie beispielsweise Beschaffungsprozesse, Planen und Steuern sowie Durchführen. Dazu gehören dann Angebotsvergleiche einholen, Einfuhrgenehmigungen ist auf dem Plan, Prozentrechnen, Mehrwertrechnen wird dann auch gemacht, also das ist auch Bestandteil der Ausbildung. Weiterhin haben wir sowas wie Geschäftsprozesse als Wertströme erfassen. Wir müssen Tabellen hier erfassen, analysieren oder auch Diagramme auswerten. Wir haben Sachen wie beispielsweise Inventur und Inventar, was zur Ausbildung gehört, personalwirtschaftliche Aufgaben, also alles rund um Sozialversicherung beispielsweise oder Entgeltabrechnungen und vieles weitere ist Bestandteil der Ausbildung. Logistische Prozesse planen und auch Marketing gehört auf die Tagesordnung, ja, und vieles mehr. Also man merkt schon, das ist ein großer Bereich, der umfasst wird von der Ausbildung und ja, demnach kann man natürlich auch in vielen Branchen arbeiten. Das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Falls ja, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt üben möchtet, könnt ihr das gerne tun. Klickt auf den Link in der Beschreibung, schaut euch da um. Klickt auf die Einstellungstests, übt fleißig, verschafft euch selbst den Vorteil. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg und bis dann.